Moin moin Freunde des guten Geschmacks, es ist mal wieder Zeit für die Marvel Weeks. Und was kommt nämlich in die Marvel Weeks? Nämlich nicht eins oder zwei Figuren, sondern drei Figuren aus der Panini Collection, diese ultimative Collection. Dank Panini, Dankeschön nochmal an diese Bereitstellung, dass ich euch die zeigen darf. Ja, mal gucken, wie die überhaupt sind und so weiter. Nach dem Intro geht's los. Ja, ich habe mal diese Marvel Universum Figuren Collection bekommen zum Zeigen für euch, weil ich selber so ein bisschen skeptisch bin. Ich habe ja die Preise gesehen. Die ersten, wisst ihr ja, die kosten ja mal 4,99 €. Da steigern sich ja die Preise. Und ihr wisst ja, was ich da eigentlich mal von halte. Aber wir haben natürlich auch noch andere Figuren, die gar nicht so schlecht aussehen. Aber es gibt ja auch sehr verschiedene. Ich kann das ja mal eben so kurz zeigen. Diese könnt ihr alle so bekommen. Es gibt natürlich auch dann so Giant-Size-Figuren, die meistens nicht schlecht aussehen, aber die haben es natürlich auch in sich. Die kosten teilweise, glaube ich, über 20 oder 25 Euro. Ich habe natürlich jetzt die Preise drauf. Einmal der Spider-Man war einer der ersten, der kam jetzt dann 4,99 €. Dann wurde es natürlich teurer und der steht auch jetzt der Preis drauf. Das war schon der teurere. 8,99 € kam dann der Iron Man. Und der Deadpool war dann wohl der teuerste. Ich glaube, dann kamen die 12,99 € oder 14,99 €. Werden wir aber jetzt rausfinden. Gut, ich habe hier so einen Preisplan, sammle die großartigen Original-Marvel-Figuren, da könnt ihr natürlich raufgehen, wenn ihr wollt. Sind, also die Oversize-Figuren sind 15 cm groß. Das kommen wir gleich zu, wie groß diese sind. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall, steht hier drin, alle zwei Wochen kommen die neu, die Figuren. Wie viel das jetzt sind, das weiß ich jetzt auch nicht, das müssten aber schon einige sein, weil seit 29.09., davor ja schon ein bisschen früher, gab es ja dann halt schon die Figuren. Also gibt es schon seit letztes Jahr. Und ich habe hier die ersten Figuren auf jeden Fall und die haben, ja, jede Figur im Maßstab 1:16 steht hier drin, äußerst detailreich, beste Qualität durch modernste Produktionsverfahren, jede Figur hat einen individuellen Sammlercode. Das werden wir gleich rausfinden. Aber ich würde sagen, wir machen mal die erste auf und die erste Ausgabe war ja halt der Spider-Man. Der Spider-Man gewesen, den seht ihr ja jetzt hier. Ja, wie ich das vorher gesagt habe, ihr habt da halt diese Figur, die ungefähr mit der Plattform sind's, ja, 13 cm, da habt ihr eine 13 cm Figur und dann habt ihr dazu noch dieses 16-seitige Booklet hier, dieses Heft. Ja, und wie ich das halt auch gesagt habe, der Ursprung, Freunde, Feinde und Spidey-Chronik. Da habt ihr dann halt so der Ursprung, wenn man es noch nicht kannte, wie er dann halt zu Spider-Man geworden ist durch den Spinnenbiss. Ja, oh, ich habe jetzt natürlich was erraten, Spoiler, nein. Aber ihr habt dann natürlich so einige Sachen hier hinter die Kulissen und natürlich der grüne Kobold und Dr. Octopus. Ja, habt dann hier so einige Sachen, wie dann auch Spider-Man ganz kurz so gesehen fast böse war durch den Wirt des, des Symbionten. Ich kam da fast nicht drauf. Das war gerade so, wie hieß das nochmal? Spidey-Chronik, Spider-Man und ja, das ist auf jeden Fall hier drin. Finde ich cool gemacht. Gute Freunde und erstaunliche Schurken, das ist auch noch mal drin. Also ihr merkt, da sind so einige Facts drin. Dann habt ihr natürlich hier nochmal so eine Werbung drin gehabt. Die wollen natürlich, dass du ein Abo abschließt. Dann bekommt ihr dann halt irgendwie so eine Displays, die könnt ihr dann natürlich dazu bekommen. Dann einmal eine hochwertige Hulk-Figur, diese 15 cm, wo kommt es eigentlich gar nicht so hin, kommt. Die sind jetzt ziemlich, ich habe die mal in Hand gehabt, die sind richtig groß, die Teile. Dann einmal ein Variant-Cover-Ausgabe, ein Marvel-T-Shirt und ein Sammlerordner für die ganzen Hefte. Also ihr habt ja schon ein bisschen einiges bei. Ihr habt den Spider-Man. Da habt ihr hier aus dem ganzen Comic-Universum von Marvel noch die ganzen Figuren, Superhelden. Und wahrscheinlich auch Schurken, Drax, Loki, Hulk. Dann ist hier noch, oben habe ich noch gesehen, ist Galactus? Nein, irgendwie nicht. Da sind alle möglich drauf. Hier Iron Fist, Daredevil, Captain Marvel und so weiter. Dann habt ihr noch hier natürlich so eine Schutzfolie vor. Wenn ihr die dann mal jetzt da drinnen lassen wollt, dann habt ihr dann halt sowas dann davor. Für alle OVP-Sammler, da wisst ihr ja Bescheid, ich bin ja nicht keiner, ich bin ja kein Inbox-Sammler oder so. Dann hole ich mir die natürlich raus. Man könnte sich natürlich jetzt diese behalten und könnte die dann ja ins Regal stellen und dann schön, ja, was heißt, präsentieren. Damit Spider-Man-Figur sieht soweit, wenn man das so sagt, schon aus, es wurde ja was reingeritzt. Ist halt eine Polyresin, denke ich mal, hier. Figur ist ein bisschen schwer durch das Display. Steht unten auch drauf, Spider-Man, das könnt ihr hier sehen. Ich schwitze hier ein bisschen ab, ist ein bisschen warm heute mal wieder. Im Herbst geworden, was heißt Herbst, aber wir haben eigentlich noch den Sommer. Aber es ist gerade September. Aber ihr habt die Nummer drauf, welche Nummer das ist und Spider-Man. Und wir sehen natürlich durch den Transport oder so, oder ich weiß nicht, was das passiert ist, ist hier ein Cut drinne. Ist unschön, wenn man das jetzt bekommt. Gut, dann kann man es wahrscheinlich reklamieren, da würde Panini nicht sagen. Ist ja egal, ich habe es ja so gesehen gesponsert bekommen, da werde ich auch kein Heli draus machen. Aber man muss es auch mal ansprechen.
Die Bemalung, wenn man die jetzt so nimmt, ich habe schon andere gesehen, die waren nicht so schön, aber das ist gar nicht so schlecht. Also wenn ihr das jetzt mal hier so sieht, hinten, es gibt mal klar so ein paar Farbfehler, nicht alles ist ganz so toll. Gut, könnte man jetzt sagen, es ist eine alte Comicfigur, aber man kann es auch natürlich sauber machen, aber es wird natürlich eine Massenproduktion hergestellt. Ich habe aber auch schon schlechtere gesehen, aber sonst ist das mit dem ganzen Paintjob und hier und so weiter völlig in Ordnung. Für Preis-Leistung, wenn du überlegst, das kostet ja 4,99 €, ist das in Ordnung. Das Display ist jetzt auch nicht scharfkantig oder so, steht Marvel vorne drauf, kann man nichts falsch machen. Ihr habt ja mein Fazit gehört zu der Spider-Man-Figur. Tüte jetzt der Riss drin, wäre natürlich schade. Müsste man jetzt wieder Panini anschreiben, wenn man das jetzt hätte. Wir nehmen es trotzdem rein in die Bewertung ein bisschen. Sonst ist es nicht schlecht. Ich sag mal so, ne, die Figur. Kommen wir jetzt aber zu der Iron-Man-Figur. Zweite Ausgabe damals. Die packe ich jetzt aus. Das Heft muss ich jetzt nur ganz kurz zeigen. Ihr habt das ja gesehen, worum es geht. Ja, da haben wir natürlich auch so ein Heft drin. Das ist einmal der Ursprung, Freunde und Feinde, Iron-Man-Chronik. Und dann sieht ihr natürlich mal wieder den, was kommt demnächst, danach würde dann halt Thor kommen. Und natürlich Deadpool, den wir dann nochmal zeigen werden, und natürlich wieder Werbung für die Sachen da, ne? Die immer hier drin sind. Also und dann wahrscheinlich, wie sah denn mal Iron Man richtig aus? Und dann halt hinter den Kulissen, das ist genau das gleiche, was bei Spider-Man auch war. Natürlich dann wieder, diese Pappe hier, die man so gesehen nicht braucht. Und natürlich dann geht es ja um diese Figur hier. Ihr habt natürlich jetzt so die Figur wieder das gleiche. Hier ist ein bisschen mehr Metallic Look dabei. Und ihr habt dann natürlich auch so hinten wie unten Iron Man AAE 07147. Keine Limitierung. Wahrscheinlich gibt es natürlich en masse davon Figuren. 2017 Marvel ist das ja gestartet, ist ja klar. Ist auf jeden Fall ein original Lizenzprodukt, nochmal zu sagen. Und diese kam jetzt dann 8,99 €. Hat sie wieder gesteigert. Und hier muss ich sagen, gefällt mir leider so ein bisschen die Lackierung nicht so, ne? Also von der Einritzung her, von diesem, was wir dann zeigen und so weiter, hätte man das anders machen können. Das ist jetzt so eine Figur, wo ich sagen muss, ja, hätte besser sein können. Aber ist okay. Deadpool-Figur! Die Deadpool-Figur ist die dritte Ausgabe gewesen. Steht aber auch gar nicht drauf, was sie kostet. Habe ich auch jetzt gar nicht rausgefunden. Müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Wie gesagt, nochmal 1:16 Maßstab. 14,99 € kosten dann die Ausgaben. Das fände ich schon ein bisschen sehr happig, wenn ich ehrlich bin. Ja, Panini, ein Kritikpunkt. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das anguckt. 14,99 € finde ich ein bisschen happig. Klar, ihr lasst es auch herstellen, wenn man Funko Pops nimmt. Aber hier ist noch ein bisschen größer. Und, dann hätte ich ein bisschen, okay, ihr habt natürlich die Comics, Übersetzungen, ich kann es verstehen. Es ist so ein Mittelding, 9,99 €. Vielleicht hätte ich das auch noch rausgegeben für die Figuren. Aber da sind mir teilweise die Bemalungen zu durchwachsen. Ist kein großer Kritikpunkt. Aber da bin ich halt ehrlich. Okay, da sehe ich jetzt ja diese. Die sieht schon besser aus. Und die kostet ja halt 14,99 €. Wir haben hier diese Bemalung, die ja ziemlich nicht ganz rot ist. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel meine Figur hier. Welcher Farbton die hat? Was ist denn da passiert? Also die Spider-Man und die Iron Man haben ja wirklich diesen Farbton, Farbcode, den man haben sollte. Aber was ist denn hier passiert? Also das müsste auf jeden Fall rötlicher sein. Mehr so Bordeaux-Rot. Aber das ist da irgendwie so ein bisschen mehr Orange-Rot, keine Ahnung. Sieht ja natürlich jetzt wieder eine Nahaufnahme hier. Aber wir haben hier wirklich Katanas, die schön aussehen. Das ist gut herausgemacht. Das ist wirklich mal ein bisschen was anderes. Waffen, die man natürlich nicht rausnehmen kann. Ich habe hier das Messer, wie bei meiner Marvel Select Figur. Ihr habt natürlich wieder hier unten halt diese Nummer drauf. Diese Deadpool AI, das könnt ihr nochmal hier so sehen. Die ist hier drauf. Ist bis die Bemalung hier so ein bisschen schmutzig. Vielleicht soll es auch so sein. Aber auch ziemlich viele Fehler. Also für 14,99 € ist die besser als die Iron Man Figur. Hat auch natürlich so detailreicher ist sie auf jeden Fall mit diesen Katanas. Das habt ihr gerade ja gesehen. Und Deadpool finde ich von den drei Figuren fast am besten. Leider ist so ein bisschen die Bemalung. Wenn man das natürlich dann jetzt hat, dann kann man natürlich ein bisschen rüberstreichen. Kann selber sagen, okay, ich male es dann nach. Aber soll es ja eigentlich nicht sein für 15 €. 29 € kosten teilweise. Klar, für 29 € bekommt ihr so eine doch fast hochwertigen Figur nicht. Haben natürlich Punktabzug in der manchmal Bemalung, im Detailgrad,
ja, weil die Farbe nicht stimmt oder so weiter. Sag ja, Preis-Leistung-Verhältnis ist in Ordnung, aber gerade so noch, gerade noch so, ne? Was sagt ihr dazu? Habt euch die Figuren vielleicht gekauft oder so? Was sagt ihr denn dazu? Habt ihr die alle gekauft oder sagt, nein, ist mir zu teuer, hab angefangen, hab dann die Preise gesehen? Oder kauft ihr mal so ab und zu mal welche davon oder kauft ihr alle? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Wenn ihr natürlich mehr davon sehen wollt, schreibt das auch mal in die Kommentare. Lasst ein Abo da, ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ich spreche ja immer mal so gerne sowas an. Wie gesagt, trotzdem nochmal Dankeschön an Panini, in das Vertrauen, an die Bereitstellung für dieses Produkt. Was man ja nicht zerreißen muss, aber man muss manchmal an Hersteller auch rangehen, dass sie uns Fans hier auch hören, was überhaupt wir wollen, sag ich mal. Ne? Klar, es ist schwierig, ich selber komme ja auch aus dem Fertigungssektor und so weiter. Ich weiß, wie schwierig sowas sein kann. Würde ich sagen, Leute, bis dann, ciao, bam!